Hallo, liebe Freunde, guten Morgen. Ich bin heute allein, Timo ist arbeiten und ich werde mir heute einfach Bechamelkartoffeln machen, ganz schlicht und einfach. Habe in diesem Topf etwas Margarine, habe Kartoffeln, man nimmt fest kochende Kartoffeln dazu, die habe ich am Vorabend gekocht, Zwiebeln klein geschnitten und einen Bouillonwürfel. Dann habe ich da noch etwas Mehl, brauche ich für die helle Mehlschwitze und Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Zwiebeln in den Topf getan. Etwas glasig werden lassen, anziehen lassen. Hier braten meine Zwiebelchen im Topf. Da habe ich eine halbe Bockwurst. Die habe ich abgepellt und schneide so kleine Streifen daraus, damit das Gericht auch etwas Fleisch hat. Aber eine halbe Bockwurst reicht mir aus. Bockwurst klein geschnitten. Kein Mensch braucht so viel Fleisch. Das reicht, also eine halbe Bockwurst. Ich denke, jetzt kann ich das Mehl zufügen. Einen gehäuften und einen halben Esslöffel Mehl. Und schön pürieren, dass sich das alles ein bisschen mit den Zwiebeln und dem Fett vermischt. Jetzt lösche ich das mit Wasser ab, ein Glas Wasser, füge den Bouillonwürfel hinzu und lasse das gut aufkochen. Und jetzt tue ich einen Scheiblettenkäse dazu. Und Sahne. Schön aufkochen. Jetzt würze ich mit Muskatnuss und weißem Pfeffer, nein, schwarzer Pfeffer. Würze mit Muskatnuss und schwarzem Pfeffer. Kann auch weißer sein, das ist egal. Hauptsache Pfeffer, bisschen Schärfe dran bringen. Habe jetzt das halbe Würstchen dazu gefügt und werde jetzt die Kartoffeln dazu schneiden. Kartoffeln sind jetzt geschnitten und wird das gut untereinander gemengt. Muss man gucken, wie viel Kartoffeln man braucht und wie viel Käse. Das kann man nach Bedarf machen. Die Kartoffeln müssen festkochender sein und es sind Pellkartoffeln, die werden nicht geschält. Die werden immer gepellt. Es ist angerichtet. Bechamelkartoffeln und kleinen grünen Salat mit Zitrone und Zucker. Als Deko eine kleine Erdbeere und etwas Gurke. Guten Appetit!